Maxi hat so viele verschiedene Optionen immer gemacht, dass Nixtured nicht wusste, was kommt. Ja, ja, genau. Aber jedes Mal, wenn Maxi irgendwas mit Full-Up gemacht hat, hat es geklappt. Ja, das war dein Read, krass. Musst du ihm vielleicht mal ein bisschen Strategie stecken. Oh, fang ich schon an? Nee, ne? Doch, also die spielen. Ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube, ich kommentiere mal ein Game mal mit. Vielleicht. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Okay, dann erzähl mal, wenn du jetzt ein Game mit kommentierst, erzähl mal was über das Matchup. Was ist Peach Marv? Wenn du Marv bist und den Peach-Spieler einschüchtern kannst, dass der Peach-Spieler Angst hat, Rüben zu ziehen, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Rüben zu ziehen, ja. Weil wenn Peach keine Rüben hätte, dann würde Marv Peach zerstören, komplett. Okay, okay, okay. Weißt du, du könntest einfach immer außerhalb der Dash-Attack-Range von Peach sein, weil die einzig gute Range von Peach ist die Dash-Attack. Ja. Und wenn du dann immer so rein und raus rennst von der Dash-Attack-Range, es klappt also gegen sehr viele Peaches, ab und zu nach dem Dash-Dance einfach mal im Schild zu stehen. Ja. Und es gibt, Dennis macht das auch manchmal, der Dash-Attack dann einfach in dein Schild rein. Mhm. So. Weil es relativ safe ist. Ja, allerdings, wenn du halt so weit weg bleibst, dann ziehen die halt Rüben und es ist gar nicht so leicht, gegen die Rüben zu spielen. Okay, dann ist jetzt mein Character-Read, ist, dass Dennis gegen Konstantin ganz schön mies verloren hat. Und dass Losers Dennis eigentlich relativ starkes Mental hat immer. Ja. Und dass Kevin halt aus seinem letzten Monaten, halben Jahr richtig, richtig krass nochmal ein Power-Up gekriegt hat. Und ich glaube, dass er viel Confidence gekriegt hat, was so Tournament-Play angeht, ne, aus USA. Mhm. Und ich glaube, dass Bov Target das holt. Einfach mit so, ich glaube, er ist einfach, zum Beispiel stelle ich mir nicht vor, dass er mit Turnips so große Probleme hat. Er ist irgendwie so Projectile-safe, so ein bisschen, finde ich. Und er macht auch nicht so Flubs und sowas. Und ich glaube, man kann Dennis so richtig stonewallen mit also so Double Dennis Fairen. Hat auch ein ähnliches Problem wie ich gegen Marv, nämlich, dass wenn man gegen Marv spielen, die sehr viel mit ihrem Schwert rumhauen in der Gegend und randomly App-Smash machen oder sehr aggressiv spielen, dass man ein bisschen davon overwhelmed wird. Dann take man es. Hat man gestern auch gesehen, Dennis gegen Janbo in Cruz. Ja. Hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Janbo hat einen Stock geholt von Dennis. Okay. Was nicht alle erwartet hätten. Ja. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie oft Target spielen wird. Wie oft holst du Games gegen Dennis? Nicht oft, aber wir haben aber jetzt noch nicht so oft gespielt. Ja. Aber okay, also ich finde es gut, dass er direkt anfängt mit einem Downtilt. Weil dann sagt es mental Dennis so, ich werde dich downtilten, du kannst keine Rüben ziehen. Ja, das ist dagegen, das ist der Counter. So, jetzt hat Dennis dreimal Dash-Tag gemacht. Ja, und eine Rübe gezogen. Hätte auf Target einfach im Schild gechillt, so, dann hätte er einen Punish kriegen können. Krass, krasser Fehler. Oh, und das ist direkt der Stock. Ja, das war ein großer Fehler da. Ja, offstage da gehen, muss treffen, sonst ist gar kein Man sieht schon, er haut sehr viel. Ja. Die Downer hat es aber ausgleichen. Da hat er mit dem Dash Dance die Dash Tag gebaitet. Das wäre sehr gut. Das ist so nervig gegen Peach als Comeback, also aus dem Disadvantage. Wenn Peach über einem ist, finde ich, sollte man nicht zu früh die Abwehr machen. Aber sondern man sollte so warten. Patience. Man sollte warten, bis Peach und Marth gleichzeitig am Fallen sind. Ja. Dann sollte man erst die Abwehr machen. Natürlich nicht immer, aber manchmal. Ja, aber so. So, mal gucken, was er jetzt gegen die Rübe macht. Sonst ist sie zu mobile, ne? Er ist in die Rübe reingesprungen. Zweimal. So, also dreimal. Das Rübenplay von Bov Target bis jetzt noch nicht so gut. Das ist ein Dot-Eye. Ja. Da konnte er sofort die Abwehr machen. Conversion. Aber eigentlich viermal eine Interaktion verloren und dann einfach so ein Reversal an der Ledge gekriegt für den Stock. Oh, der Down-Smash. Ich meine, man kann es shielden. Ja. Man kann es eigentlich shielden. Mit Shield DI oder was? Ja, oder Light Shield. Okay. Okay, da den Turnip überlebt, raus die Alt. Oh, die Downer. Ach, schon wieder. Genau dasselbe. Dritter Hit. Der Turnip ist richtig mies. Den musst du irgendwie fairen oder so und da irgendwie rauskommen. Okay. Diese Falling-Abwehr ist gut bei der Plattform. Da kann man nicht punishen. Fair schickt Peach gerade nach oben. Ja, die Forward-Air wieder genau das gleiche. Ja. Diesmal ist er über die Turnips rübergesprungen. Ja, das war gut. Deutlich besser aus. Das war auch sehr knapp tatsächlich. Das Gefühl, Bov Target kann eigentlich... Ah, ich wusste, die Dashback würde kommen. Ich hatte geschildert, er hat einfach Dashback gemacht, also beides geht. Sauberer Dashback auch. Richtig genau, präzise. Das macht er jetzt. Er rollt rein. Das ist crazy. Ja. Dennis hätte bestimmt punishen können, aber er selber gerollt danach. Ja. Okay, wieder Dashback, Richtig ein Dashback von ihm. Okay. Es war sehr guter Air Dodge.
Ich mag deine Analyse-Skills, so ein bisschen Protokoll führen und sich mal angucken, was... Oh, eine Bombe! Oh mein Gott. Nevermind. Ich hätte niemals da geairdodged. Es war... Die Bombe ist richtig. Aber stell dir vor, Dennis wirft nicht die Bombe. Ja. Dann airdodged plötzlich Mars auf die Stage und du kannst und free die Bombe werfen. Coverst, wie groß ist der Bombenradius? Ist riesig, ne? Ja, du coverst da einmal jede Richtung, alles was da ist. Einfach so ein Raw-Hit, okay. Kommt wieder mit dem Turnip und der trifft wieder und ist wieder ein Stock, krass. Dieser vertikale Turnip, der funktioniert richtig gut. Mark hätte auf jeden Fall recovern können. Jo, okay, easy. Pass auf, ich lasse dich mal im Commentary kurz alleine, aber ich finde dir einen Partner und fange hier an, so ein bisschen auszuhelfen. Okay, sag mal, wen du nicht willst. Das kann ich nicht sagen. If I speak, I'm in big trouble. Ist zu mies. Findet ihr jemand qualifiziert ist? Und wenn nicht, ist es meine Schuld. Ja. Okay, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, zu kommentieren. Auch wenn es mit dir war. Okay, wie ist die Situation? Dennis führt. Das war gut reagiert auf den Airdodge. Super, super reagiert. Er geht auf die Plattform, er droppt runter und rollt in die Ecke. Nein, guck mal, ich weiß nicht, wieso er gerade Wave Dash Downtilt gemacht hat, obwohl Dennis über ihm war. Also es war irgendwie null Logik gerade. Droppt die Turn-Up. Ja, das war sehr gut von Dennis. Dennis hat es schon schwer, wenn so ein Marv die ganze Zeit in seinem Face ist und vor der macht. Und ja, wie gesagt, Boff Target hat eine gute Stärke, dass er wenig Fehler macht insgesamt. Also im Sinne von so Tech-Fehler. Nur manche Decisions sind ein bisschen fragwürdig. Hi. Na, was geht? Gerade Game 1 für Dennis, ne? Genau. Wir haben schon gesagt, Boff Target ist gut darin, die Dash-Attack zu baiten. Ja. Aber er ist bis jetzt nicht gut im Recovern und auch nicht gut gegen die Turnips. Ja, das stimmt. Und Boff Target spielt sehr in Peach's Gesicht. Also ich spiele zum Beispiel ganz anders gegen Dennis. Boff Target hat auf jeden Fall auch schon Dennis besiegt, also sogar mehr als einmal. Aber Dennis hat auf jeden Fall jetzt als Record Lead. Schön. Oh, die DI war leider nicht so gut. Und er hat sogar noch seinen Double Jump verloren. Gucken, wie er jetzt versucht, den Edge Guard. Ja, nee, er hat Peach zu leicht wieder zurückgelassen. Aber Dennis spielt auch richtig schön so aus der Range raus, ne? Das ist von den Forwarders. Voll, voll. Versucht ich weiß nicht, wie er das macht. Ja. Also, Peach ist so ein bisschen ein Mysterium für mich. Ja. Oh, das war schön. Jetzt ist er tot, ne? Ja, hatte noch keine Antwort gefunden beim Edge Guard, ne? Also, wie er gegen die Turns und wie er rumspielt. Kann ja gleich mit dem Schwert schlagen und dann fliegen sie weg, aber muss man auch in der richtigen Position sein. Ja, und die Side B gerade, die ist gar nicht so safe, wie man denken könnte. Dennis hat da relativ viel Zeit, die Side B zu punishen. Er hat gesehen, Side B hat einfach Dash Attack gemacht. Aber Dash Attack ist ja auch schnell. Ja, true. Einer der besten Whiff Punish Tools im Game. Aber sieht leider nicht so vielversprechend aus, über Tage gerade. Ja. Die Nähe unter der Plattform ist gut, weil du kannst nicht so einfach Shield droppen. Ja. Ich bin auch so ein Monkey Brain, wenn ich auf der Plattform bin, ich Shield drop einfach jedes Mal gleich und fall immer in irgendwelche Moves rein. War das gerade ein Phantom? Ja, ich glaube schon. Er wird hier auch ganz gecornert von Dennis, ne? Also Boff Target eigentlich mit wenig Stage Control. Ich die Hitbox vom Upsmash. Ja, sehr gute Down-Tilts. Da kann echt Peach nicht viel machen. Ja. Turn up nach unten, aber diesmal grabt er die Edge. Ja, die da Up-Tilt, ist halt greedy, den da zu machen. Ja, auf jeden Fall. Dennis weiß halt, dass Marvs Up-Tilt, er kennt die Range sehr gut und bleibt halt mit Absicht draußen. Oh, das war gut. Mach springen. Ah, okay. Ach stimmt, die Slant ist tatsächlich hilfreich da. Ah, okay. Ah, ich verstehe, was du meinst, ja. Das heißt, du musst ein bisschen weiter schräg nach unten schieben. Ja. Aber tradet halt auch zu oft mit Dennis, ne? Also eigentlich möchte man ja... Ja, vor allem, wenn Dennis halt über ihm ist. Ja. Er springt manchmal zu weit nach oben. Und dann lässt er Dennis entweder ihn treffen oder Dennis kommt halt leichter wieder runter. Ja. Wenn Boff Target einfach ein bisschen mehr im Zentrum bleiben würde, nicht full hoppen, sondern vielleicht eher short hoppen, ja, dann würde er weniger Risiko eingehen.
Vielleicht trifft er Dennis nicht, aber er hat dann immer noch das Zentrum. Ja, das war. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Dashdance, ne? Ja, ja, geht, das kann er auch machen. Probiert ja einfach viel zu contesten mit den Aerials. Wenn Peach sehr weit oben ist, dann kann sie ja schon viel driften und links oder rechts wieder runterkommen. Ja, oh, das ist was. Krank, kranker Edgeguard. Ja, stark, ich meine, geht er jetzt zurück zu Yoshis oder probiert er FD das? Obwohl, ja doch, nee, FD ist gut gegen Peach. Also ich hatte gerade schon, sie hätte auch einen Schenkel. Ich würde niemals, also keine Ahnung, ich habe zu viel Angst vor Peach, ich gehe mal auf FD. Ja. Ja, verstehe. Ja, total. So, mal gucken, wie er jetzt spielt. Das ist der Dashdance. Aber ich habe das schon am Anfang gesagt. Wenn Mark Dashdance, dann wird Peach Turnips ziehen. Ja. Das ist ja die Grundlage. Wir werden wahrscheinlich jetzt mehr Turnip-Play sehen, dieses Game. Ja. Uff, oh. Das war riskant. Aber das ist auch so ein Move, den ich machen würde. Oh, diesmal hat er schon gewartet. Auch einmal dieser Empty Hop einfach als Mark. Ja, das hat er schon mehrmals gemacht. Der kann die Dash-Attack gut baiten. Ja. Ja, da finde ich, da macht er die Forward eher zu früh, die Up-Air meine ich. Ja. Er sollte hochspringen und dann im Fallen gucken, ob er die Up-Air überhaupt treffen kann. Ja, das ist true. Und dann sonst passiert genau das, dass man sich verschätzt und dann trifft Peach einen auf dem Weg nach unten. Schön Dash-Tag. Oh nein, er hat ihn immer noch gecatcht. Und dann noch das Turn-Up. Er hat fast ein ganzes Stock da rausbekommen. Das war ein komisches Outfit. Ja, und natürlich auch bekannt, ist ziemlich schwer mit Marv, dann den richtigen Kill-Move gegen Peach zu finden. Es gibt natürlich die Side wie Up-Tilt-Seller, wo gerade nach auch Drop-Target sucht. Und viele andere Kombos gibt es dann nicht. So einfach straight hitten und Edge-Garden. Hast du gestern das Crew-Battle gesehen? Nee, leider nicht. Wer hat da gespielt? Was gab's für das? Also es gab so eine Crew mit... Also die eine Crew hat die andere komplett zerstört. Ja, das habe ich auch gehört. Und Dennis' Crew hat auch gewonnen, also... Die waren so gut, dass Luma und Third nicht mal eingesetzt wurden. Okay, das ist verrückt. Und Stitch! Oh, Stitch, ja. Und. Aber es gab ein Match, da haben die. Achso, sie haben G-Pipes gegen Dennis gespielt. Ja. Dennis hat, also beide vier Stocks. Und Dennis hat mit einem Stock gewonnen. Okay. Und danach haben sie Yanbu reingeschickt. Und Yanbu hat voll gut gespielt. Also es war auch auf FD. Und Yanbu hat echt einige F-Smashes getroffen und Dennis letzten Stock geholt. Ich glaube, er hat nur ein oder zwei Stocks verloren dabei. Oh, nice. Oh, das war sick. Ja, Dennis hat das sehr gut geübt. Hat schon sehr viele Marks gespielt in seinem Leben. Ja, true. Down throw. Ja, gute DI. Oh. Nein, das war so riskant. Ja, übel. Aber Dennis hat auch einen richtig schnellen Ledge-Grab. Schon wieder. Er springt zu weit nach oben, wenn Peach über ihm ist. Ja. Ja, stimmt schon. Ich will auch gar kein Hater sein. Das Spiel ist nicht leicht. Ja, das stimmt. Aber fragt mich wirklich so sein eigenes Spiel, dieses Matchup zu spielen. Ja, die Nair war echt so. Ja, oh, das risky. War jetzt ein Fehler von mir. Ja, außer den Stock weggeworfen. Hey, das ist der letzte Chance, Flip of Target. Ja. Die Full-Hops über die Terms finde ich akzeptabel. Ja. Aber den zweiten Turnip-Buff eben, der war dann schon sehr schlau von Dennis. True. Ja, aber er spielt halt wirklich so gut das Rage aus, ne? Da hat die Turnip hat die geschieht poppt. Ja. Weil Mars Schild ist nicht geil. Ja, weiß ich, 80-20 oder so. Ja, ist halt auf jeden Fall ein Matchup, so, wo alle sagen, Marv gewinnt, aber man muss sehr hart arbeiten als ja, Marv. Ja, finde ich auch. Und ich meine, selbst Zane hat ja manchmal Probleme gehabt gegen Peaches. Ja, also wie Lord, ne? Ich meine, Lord ist ja eigentlich die Peach, ja. Manchmal ist es halt so, und Wally, stimmt. Ganz vergessen. Und es gibt auch Peaches, die Zane einfach frühstückt, so mit 4-Stock, weißt du? Ja, das stimmt. Es gibt schon sehr viele unterschiedliche Arten, Peach zu spielen. Okay, ja. Das ging ganz schön schnell vorüber, das Set. Ja, so. Schnell ist 3-0 für Dennis. Ich dachte auch, es wäre ein bisschen closer zwischen den beiden.